Eine gewöhnliche Misswahl ist das nicht. Viele der 25 Damen haben einen männlichen Vornamen im Ausweis. Hier wird heute die Miss Transsexuell International gekürt. Die peruanischen Männer behandeln uns rassistisch. Sie halten dich vielleicht für feminin und hübsch, aber wenn sie dann merken, dass deine physischen Merkmale nicht mit deinem Vornamen zusammenpassen, bekommen sie einen Schock. Ähnliche Erfahrungen hat Miss Nigeria gemacht. Ich lebe meinen Traum in London. London gibt mir die Möglichkeit, meine Träume zu verwirklichen und ich selbst zu sein. Die Teilnehmer präsentieren sich unter anderem in unterschiedlichen Outfits und singen. Den Siegerscheck für eine Schönheitsoperation hält am Ende Raffaela Manfrini aus Brasilien in den Händen. Das Ziel des Wettbewerbs ist, Transsexuelle ins Blickfeld zu rücken. Wir werden noch immer vielfach diskriminiert, auch wenn viele das nicht sehen. Diese Veranstaltung soll eine positive und menschliche Botschaft an unsere Community aussenden. Neben der Wahl in Barcelona gibt es jedes Jahr außerdem die Wahl der Miss International Queen in Pattaya in Thailand.